herzlich willkommen zu der Bonias Testwelt. Ich habe euch eine kleine Box von World of Sweets mitgebracht und es ist Anfang des Monats. Das heißt, diejenigen unter euch, die mir schon länger folgen, wissen, was das jetzt zu bedeuten hat. Und zwar ist das die Neuheitenbox von World of Sweets vom April. Wie auch die letzten Monate schon, werde ich die auch verlosen. Wie genau das abläuft, erkläre ich dann später. Wir wollen jetzt natürlich erstmal gucken, was drin ist. Kleines süßes Päckchen wieder. Diesen Monat hat sie 14,99 gekostet. Das schwankt halt immer so ein bisschen. Und wir schauen einfach mal, was da jetzt so drin ist. Also die letzten Monate, muss ich sagen, fand ich den Inhalt immer ganz gut. Auch wenn ich jetzt von den letzten Boxen ja nichts hatte, weil ich sie ja verlost habe. Aber ansonsten war der Inhalt immer ganz gut. So, wir haben hier oben auf jeden Fall Chips. Ansonsten sehen wir noch nichts. Und zwar von Lovens Limited Edition Crunch Chips Falafel-Style. Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich meine, bei Chipsorten, da gibt es ja mittlerweile so viel. Warum nicht auch Falafel-Style? Dann haben wir als nächstes, die sehen lecker aus, von Nestle Schokocrossis Crunchy Moments à la Strawberry Cheesecake mit fruchtigem Erdbeer-Crisp-Stückchen. Sehen sehr lecker aus, sind bestimmt tierisch süß. Also ich finde meistens so gerade so mit weißer Schokolade und Erdbeer ist immer sehr süß. Aber meistens schmeckt es trotzdem. Und dann haben wir was ganz lustig aussieht. Und zwar eine Tüte Sour Madness. So, ja, Monster- oder Totenkopfgesichter. Scheint Weingummi zu sein. Einmal ein bisschen knistern, ja. Und dann steht an der Seite extra extreme sour, also scheint sehr sauer zu sein. Und zwar mit den Geschmacksrichtungen Bloody Orange, Cherry Neon, Hell Watermelon und Slime Apple. Okay, sehr interessant. Also derjenige, der die gewinnt, wäre ganz nett, wenn er mir mal irgendwie dann hinterher in die Kommentare noch schreibt, wie die denn waren, ob die wirklich so sauer sind. Als nächstes eine Tüte von Trolli Rote Früchte Miniringe mit Joghurtgeschmack haben wir hier. So, bei Ringen irgendwie muss ich immer denken an diese Pfirsichringe, die es früher im Kiosk immer gab. Ich meine, die gibt es natürlich auch in der Tüte, kann man sich auch so kaufen. Noch eine Tüte haben wir hier von Grisson und zwar Crunchy Zebra Bites Waffelecken mit Nuss-Nougat-Creme. Also so ein bisschen keksartig, würde ich jetzt mal sagen. Was ist diesmal ganz schön viel drin? Von Sinalco, fruchtige Orangenschnitten. Zartbitter Schokolade mit Orangengeschmack. Also Sinalco im ersten Moment, wenn ich Sinalco höre, ich denke, das geht wahrscheinlich fast jedem so, denkt man an ein Getränk. Nicht unbedingt an Süßigkeiten, aber gut. Wer weiß, vielleicht schmeckt es ja auch. Und sie werden sich jetzt auf dem Süßigkeitenmarkt auch mit breit machen. Wir schauen mal. Als nächstes ein kleiner Mini-Kuchen von Mövenpick. Und zwar Marmor. Ja. Ja, hält sogar. Ein Riegel kommt noch. Und zwar von Grenade. High Protein, Low Sugar. Und zwar Oreo. Wirklich Low Sugar mit Oreo-Keksen? Also diese Proteinriegel, die haben ja immer irgendwie etwas weniger Zucker. Was haben wir denn hier? Also pro Portion 60 Gramm hat so ein Riegel, haben wir 1 Gramm Zucker. Tatsache. Also da habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit wesentlich mehr gerechnet. Den haben wir noch hier drin. Für Marzipanliebhaber von Niederecker Typ Salted Cashew Blondie. Okay. Kann ich jetzt nicht zu sagen, ich so Marzipan so zur Weihnachtszeit, so im Kuchen, okay. Aber ansonsten so Marzipan pur ist nicht ganz so mein Fall. Das klingt aber auf jeden Fall sehr interessant, ob da noch so dieser typische Marzipan-Geschmack da noch durchkommt. Ein Teil haben wir noch von Mars Secret Center Biscuits. Also so Art kleine Kuchen und dann so mit Mars-Füllung, würde ich jetzt mal sagen. So, damit haben wir die Box ausgepackt. Die April Neuheitenbox. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ziemlich viel diesmal drin.
So, wenn man das so auch mit den letzten Monaten vergleicht. Gut, da waren dann dafür aber größere Sachen drin. Finde ich auf jeden Fall ganz gut für 15 Euro. Ich finde auch alles neu. Klar, man kennt so jetzt die Marken, so Grisson oder hier auch Grenade kenne ich zum Beispiel. Lorenz kennt man. Niederegger kennt man so an sich. Aber die Sachen selber finde ich jetzt wirklich neu. Ja, probieren kann ich sie ja jetzt leider nicht, da ich diese Boxen wieder verlosen werde. Wie gesagt, wäre ganz nett, wenn der Gewinner mir hinterher schreibt, wie die schmecken. Und auch hier. Würde mich auch mal interessieren. Ja, zum Ablauf. Ich würde mal sagen, ihr kommentiert mir, ob ihr die ja auch total interessant findet oder ob ihr sagt, naja gut, wenn sie drin sind, probiere ich sie, aber ansonsten, Und, ja. Kurzes Gewinnspiel. Entschuldigung. Kleiner Frosch im Hals. Kurzes Gewinnspiel, das heißt, ab jetzt bis Dienstagabend 23:59. Ich werde versuchen, am Mittwoch den Gewinner wieder unter meinem neuen Video bekannt zu geben. Natürlich auch unter diesem Video in den Kommentaren werde ich denjenigen nochmal direkt anschreiben. Dieses Mal mache ich es allerdings ein ganz kleines bisschen anders. Aus dem ganz einfachen Grund, die letzten Monate hatten wir teilweise wirklich Probleme, die Gewinner, dass die sich melden. Ich meine, wenn ich am Gewinnspiel mitmache, habe ich immer gedacht, jo, dann achtet man auch ein bisschen darauf, ob man irgendwie erwähnt wird, angeschrieben wird. Aber es war teilweise wirklich so, dass die Leute sich sehr schleppend gemeldet haben. Deswegen werde ich diesmal drei Leute auslosen. Das heißt, der erste hat dann im Endeffekt 48 Stunden Zeit, sich bitte bei mir zu melden. Wenn er sich dann nicht meldet, würde der Gewinn automatisch an den zweiten gehen. Der hat dann auch wieder 48 Stunden Zeit. Und wenn sich auch derjenige nicht melden würde, dann bin ich ganz ehrlich, dann würde ich meine letzten 10 Videos durchgucken und einfach unter meinen Followern unter euch, die aktiv dabei sind, irgendwie viel kommentieren, mir da dann wirklich einen aussuchen, der recht aktiv war in den letzten 10 Videos und sagen so, der bekommt die Box dann jetzt. Also aktiv sein kann sich auch einfach lohnen. Aber ansonsten, wie gesagt, kommentiert gerne und dann darauf achten, ob ihr vielleicht gezogen werdet und diese Box von mir bekommt. Ja, das war's dann auch schon. Kurzes, knackiges, kleines Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.